Jugendlichen in den Schulen in Kenntnis zu setzen, wie war das? Und wenn man das aus eigenem Erleben schildern kann, und man hat nicht 6 Millionen Juden, sondern einen und eine Familie, dann ist das wirkungsvoller. Wir haben ja in der Schule auch schon sehr viel darüber gelernt und hat auch seine eigenen Gedanken. Und ich finde, es ist wichtig, hier auch mal vielleicht zu sehen, wie man das, der selbst das, diese Zeit erlebt hat, wie er das gesehen hat. Gerade in dieser Zeit, in der es wieder so viel Krieg und so viel Leiden gibt, zeigt es einem nochmal und führt es einem vor Augen, dass es so einen Holocaust nie wieder geben darf. Für mich war es auch interessant zu sehen, wie interessant für die Schüler das war. Und dass sie bereit waren, obwohl es wirklich problematisch ist, nicht leicht Fragen zu stellen. Er ist eine Person, wo man ruhig gefühlt hat, dass man ihm auch schwierige Fragen stellen kann.